Cobblestones deswegen, weil es gibt verschiedene Rezepte für einen Iron Furnace. Zum einen für Holz und zum anderen für Sticky Resin, weil wir ja eigentlich eine Produktion haben. Die würde ich aber ganz gerne ganz getrennt davon lassen, weil wir das ja auch für andere Sachen benötigen. Dann wäre das abgeschnitten und wenn man es aufteilen würde, dann weiß ich nicht, ob es reichen würde oder ob sich das überhaupt rentiert. Vielleicht ist er mit Yu-Yu Matter ja schneller. Deswegen mache ich es erstmal mit Yu-Yu Matter. Wir haben davon oder kriegen davon eh sowieso so viel und pro neues Half-Force Solar Array wird er sowieso viel schneller, dass es darauf gar nicht ankommt. Dann würde man vielleicht später irgendwann Verlust von oder ein Ersparnis verwerfen von, weiß ich nicht, einem halben Half-Force Solar Array oder sowas. Jetzt so geschätzt, was weiß ich. So, jetzt haben wir 64 Tin Cans, die leer sind. Die werden jetzt wieder schön aufgefüllt. Und ja. Hätte ich natürlich auch wieder von außen machen können mit unserem schönen SS-Terminal. Aber das will ja keiner. So, dann gehen wir wieder hoch. Nicht in den Stock, sondern in diesen hier. So. Das läuft alles, also würde alles theoretisch laufen. Der würde jetzt hier Sticky Resin produzieren. Jetzt habe ich aber leider einen Fehler gemacht, an den ich jetzt nicht gedacht habe. Nämlich, das wäre schon richtig gewesen, hätte ich das auf den Boden gesetzt. Also dürfen wir nochmal alles abtragen hier. Ich möchte den Output nämlich nach oben packen, weil ich damit einfach besser klarkomme. Das bedeutet aber, ich würde das gerne so machen. In dieser Höhe etwa. So, und dann würden wir das Ganze gleich nochmal machen. Ich glaube, das geht auch, wenn man die zusammensetzt, aber ganz ehrlich, das muss jetzt nicht sein. So, dann nehmen wir wieder unsere Distribution Pipes. Setzen die hier ran. Konfigurieren wir dann später oder gleich direkt? Weiß ich noch gar nicht. Muss ich gleich mal gucken, was sich mehr lohnt oder worauf ich mehr Lust habe. Jedenfalls nicht vergessen, den hier wieder neu konfigurieren. Ich erkläre es erstmal. Was ist eigentlich eine Distribution Pipe? Wir haben hier normale Röhren, das würde also normal weiterlaufen. Wenn wir eine Distribution Pipe anklicken, dann haben wir hier verschiedene Farben. Jede Seite hat eine Farbe, genauso wie der Diamond Chest, nur dass wir nicht sortieren, was, wo, wie. Nee, was wo durchkommen können, sagen wir, welche Anzahl immer wo lang kommt. Das lohnt sich meistens nur, wenn man entweder irgendein System aufbauen will für mehrere Leute, um sich was aufzuteilen, fair oder auch nicht fair, je nachdem, wenn man will, dass man im 2 zu 1 oder so aufteilt. Das lohnt sich aber eher meistens, wenn man ein Item hier durchsetzt, in dem Fall Yu-Yu Matter. Dann kann man nämlich sagen, wie viel Yu-Yu Matter abwechselnd in welche Richtung kommen soll. Wenn ich also sage, wir müssen erstmal gucken, welche Farbe welche ist. Es geht dann wieder mit Gelb und Grün los, na toll. Ich glaube, das ist Gelb und das hier ist Grün. Oder andersrum? Ich weiß es nicht. Das sehen wir gleich. Ich teste das gleich aus. Eine Obsidian Pipe wäre dafür super. Also wir hauen erstmal alles andere runter. Jetzt haben wir hier zwei Farben. Sage ich einfach mal, das hier ist der Crafting-Dingsens. Stellen wir das auf 4. Bedeutet also, ich muss das jetzt mit einer. Wir brauchen was zum Testen. Also dürfen wir wieder wegrennen. Ich muss mal eben eine Obsidian-Pipe holen. Ich
hoffe, nee, wir haben sicherlich nichts drin. Und craften kann ich hier nicht. Nee, kann ich nicht. Glaube ich nicht, dass ich das kann. Es gibt ja auch ein Wireless Crafting Terminal, oder? Weiß ich gar nicht, aber brauche ich nicht. Wir haben sicherlich noch welche, oder? Na klar. Ich wüsste gerne mal, ob wir tatsächlich schon so viel Gold produziert haben. Das sehen wir dann. So, ich würde jetzt also hier einfach mal so eine Obsidian Pipe reintun. Die Obsidian Pipe hat den Effekt, dass ich Items hier einfach reindroppen kann. Wenn ich jetzt also 5 Helium-Meter hier reindroppe. Dann gehen aber. Das gefällt mir aber nicht. Was, wenn ich die einzeln reindroppe? Habe ich das schon konfiguriert? Okay. Eine ist durchgekommen, ne? Ne, eine ist hier wieder reingekommen. Oder auch nicht. Ne, eine ist hier rein. Oder wie ist das jetzt? Ich bräuchte meine Chest. Holz haben wir jetzt zu wenig. Also holen wir uns einmal eine Chest. Nicht die hier. Testen wir das mal aus, ne? Probieren geht ja nun mal über Studieren. Ich sehe schon kommen, ich habe mich tatsächlich in den Farben geirrt oder sowas. Der müsste ja. Vier sind jetzt. Ah, ich habe mich in den Farben geirrt. Na super. Also, werden das vier und das nur eine. Das wird später noch mehr, aber wieso ist klar, weil wir hier mehr brauchen. Das müssen wir dann aber abzählen. So, Entschuldigung. Das war mal eben ganz kurz ein Cut. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt sind hier 5 drinne gelandet. Und hier haben wir. Ja, 5, weil 4 waren vorher drin. Und die 4 sind hier rein. Also funktioniert. Ich sehe es auch schon kommen. Wir müssen, damit wir das alles gut rauspumpen können, ein paar Gatter bauen. Da kommen wir nicht dran vorbei, aber dann ist das halt so, ne? Also, dann hätten wir Sticky Reason. Cobblestones, oh. Wie machen wir das jetzt mit den Cobblestones? Ich meine, ich habe ja nicht gesagt. Ja gut, habe ich gesagt. Ja gut, das habe ich aber. So, pass mal auf, wir sind ja nicht dumm, ne? Ich muss mal eben gucken, wir brauchen echt eine Menge Cobblestones. Da fragt man sich, ob das sich rentiert mit eines Extrudern oder ob wir irgendwie Cobblestones machen können. Wir können Steine machen. Aber keine Cobblestones. Cobblestones deswegen, weil es gibt verschiedene Rezepte für einen Iron Furnace. Wenn wir uns das mal eben ganz kurz angucken, Iron Furnace. Wo haben wir den da? Wir haben einmal das mit 8 Eisen und einmal einen Ofen und 5 Eisen. Bedeutet, wir würden 3 Eisen sparen. Das sind auch, weil wir 512 brauchen. Sprich 512 mal 8. Wäre das Rezept. 4096 Eisen nur für so ein Iron Furnace. Und 512 mal 5 wären nur 2560. Das ist ja echt. Da fragt man sich, was lohnt sich mehr? Das Doofe ist, dass es jetzt schwierig wird, Cobblestones zu produzieren. Deswegen überlege ich, ob sich das nicht mehr lohnt, das mit dem Eisen zu machen. Beziehungsweise wir machen das mit dem Gold. Und Gold machen wir zu Eisen. Das würde sich folglich wahrscheinlich sogar noch rentieren.
Bedeutet, wir würden jetzt hier das hier machen. Das, was wir hier oben auch hatten. Nur hier werden wir ein bisschen anders arbeiten müssen. Sprich, da mehr reinpumpen als nur jede Runde so viel für zwei Golderz. Zwei Golderz sind vier Eisen. Vier Eisen, wenn man dazu... vier Gold meine ich, Entschuldigung. Wenn wir das zu Eisen machen, hätten wir 32 Eisen pro Durchlauf. Müssen wir mal gucken, ob sich das rentiert oder ob man das mehr setzen muss. Das sehen wir dann. Das muss alles mal ein bisschen ausgepickelt werden. Eventuell muss ich das auch ausprobieren offscreen, weil ich das alles nicht im Kopf habe. So, das wäre das nächste. Also damit würden wir dann mehrere Sachen speisen. Nämlich Gold selbst. Refined Iron und Iron. So. Als nächstes hätten wir jetzt Copper. Copper wird gleich zu Dust gemacht. Das vereinfacht vieles. Da hätten wir schon mal Copper. Dasselbe machen wir jetzt mit Zinn. Das war nicht so. So, das wäre Zinn. Da hätten wir das auch schon gefixt. Dann hätten wir noch Redstone. Und... Coal Dust. Coal Dust. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir können Kohle machen. Das heißt, wir müssen Coal Dust noch selber produzieren. Dann Glas. Glas habe ich jetzt nicht aufgepasst, was das war, das Rezept. Gucken wir mal eben. So, 4 und dann, Alter. Glas kriegen wir gleich eine ganze Ecke. Wie werden wir, na gut, eine Menge brauchen wir schon. So, Holzbalken. Wie machen wir das? Ey, so, Usage. Muss mal gucken, was wir so an Holz kriegen. 1 einfach nur und wir kriegen 8 Stück schon. Okay, das ist ja... Okay. So, 2 haben wir noch. So, Gold hätten wir jetzt gehabt und dann habe ich ja eine zu viel, eventuell, das sehen wir aber gleich. Und ein Dia. Dia, ja, das müssen wir wohl oder übel auch machen, aber da stecken wir ein bisschen zurück. Nämlich, dass wir hier aufpassen, dass da nicht mehr so viel durchkommt. So, dann könnten wir nämlich direkt produzieren. Ein paar Gatter. Ich habe keine Ahnung, ob 10 reichen. Wir könnten auch mehr machen. Das hier heißt aber, ich muss mal eben... Komm, ich wollte letztens eh einen Stack da rein tun. Ich werde jetzt erstmal ein paar Sachen wegtun, die ich eh nicht brauche. Das hier nervt. Das hier weiß ich noch nicht. Das hier brauchen wir auch erstmal nicht mehr. So, ein Stack Eisen, ein Stack Redstone. Enderperlen könnte man auch ein Viertel Stack mitnehmen. Mehr kann man ja nicht stacken. Redstone, Eisen, das... Ich glaube, das war's. Das sehen wir gleich. Gehen wir erstmal rein. Wenn wir noch 8 normale Redstone-Chipsätze. Mache ich noch mal eben ganz kurz 2 Stück.